Willkommen zurück. In diesem Video möchte ich eine Dose mit Gewinde drechseln. Das Besondere an dieser Dose ist, dass sie aussehen wird wie eine Tiefseemuschel. Genauer gesagt, wie das Gehäuse einer Unterwasserschnecke. Damit es direkt losgehen kann, habe ich bereits einige Vorbereitungen getroffen. Die Dose habe ich schon vorab grob in Deckel und Körper unterteilt. Ich werde zunächst mit dem Deckel der Dose beginnen. Hierfür habe ich ungefähr ein Drittel des Rohlings eingeplant. Wahrscheinlich wird man erst sehr viel später im Video erkennen können, dass es sich hierbei um eine Muschel handeln wird. Daher muss ich euch um etwas Geduld bitten. Verhältnismäßig wird der Deckel der Dose etwas größer ausfallen. Der Dosenkörper wird sich dann Stück für Stück verjüngen. Ich werde als erstes die Form etwas ausarbeiten. Ich drechsle mit meiner Doppelschalenröhre und verwende die Seite mit dem Fingernagelanschliff. Zunächst schlichte ich die Oberfläche. Das gleiche mache ich mit dem Hirnholz. Auf unserem YouTube-Kanal könnt ihr jede Menge Videos rund ums Thema Drechseln finden. In zahlreichen Videos zeige ich euch die Grundlagen des Drechselns und verrate Techniken, mit denen ihr eure Handfertigkeiten an der Drechselmaschine verbessern könnt. Also klickt auf unseren Kanal, reinschauen lohnt sich. So, die Oberfläche ist auch geglättet. Jetzt kann ich mich daran machen, die Form auszuarbeiten. Diesen Teil werde ich etwas abrunden. Ungefähr so. Das sollte fürs Erste genügen. Für einen besseren Schnitt erhöhe ich die Geschwindigkeit. Wenn ich mir die Form ansehe, erkenne ich hier noch einen kleinen Huckel. Ich setze mit der Schalenröhre an und nehme den Schnitt sauber auf. Perfekt, das kann jetzt geschliffen werden. Bevor ich die Absauganlage anschmeiße, wollte ich noch einige Worte zum Hope Pro Sender loswerden. Hier könnt ihr die Schleifbox mit 6 Schleiftellern für den Hope Pro Sender sehen. Die Schleifteller messen 57 mm im Durchmesser, sie haben die perfekte Größe. Nicht zu klein wie der 36 mm Schleifteller oder zu groß wie der 72 mm Schleifteller. Ich für meinen Teil kann sagen, dass ich am allerliebsten mit diesen Schleiftellern arbeite. Ich feuere jetzt die Absaugung an und dann mache ich mich an die Schleifarbeiten. Die Oberfläche habe ich jetzt bis Korn 600 geschliffen. Wenn man mit mehreren Schleiftellern arbeitet, hat man die Möglichkeit, super schnell von einer Körnung zur nächsten zu wechseln. So kann man eine Menge Zeit sparen. Im nächsten Schritt bereite ich diesen Bereich vor und setze ein Gewinde hinein. Das Ganze wird ungefähr 15 mm tief ausgehöhlt werden. Die Messerauflage war etwas zu weit unten. Ich nehme das Detail-Tool zur Hand.
Die Kante hier fahr sich etwas an. Außerdem achte ich darauf, dass der Schnitt parallel zum Bankbett ist. Damit ich das Gewinde ohne Ausrisse fräsen kann, trage ich etwas Sekundenkleber auf. Diesen Schritt mache ich, bevor ich vollständig aushöhle, denn so kann ich Klebereste einfach entfernen. Mit dem Aktivator beschleunige ich die Aushärtung. Ich arbeite mit dem MIDI-Ausdrehstahl. Im Hirnholz kann man sehr präzise mit ihm arbeiten. Beim Drechseln versuche ich, die Wandung nicht zu berühren. Der Ausdrehstahl ist so gründlich, dass ich mir an dieser Stelle die Schleifarbeit sparen kann. Als nächstes werde ich den Gewindefräser montieren. Zur Befestigung des Fräsers verwende ich die Fräserhalterung mit M33-Aufnahme. Ich verwende die Spindel mit 10 TPI Gewindesteigung. Das Gewinde wird zwar etwas gröber, aber das ist kein Problem für eine Dose in dieser Größe. Zum Ausrichten des Werkstückes lasse ich an diesen beiden Stellen eine kleine Lücke. So habe ich genügend Spielraum für die Feinjustierungen. Mit Hilfe des Spannfutters richte ich die gesamte Vorrichtung parallel zum Bankbett aus. Mit Hilfe eines Lineals geht das Ausrichten etwas leichter von der Hand. In einem anderen Video auf unserem Kanal gehe ich noch detaillierter auf diesen Vorgang ein. Bevor ihr euch die anderen Videos anschaut, bleibt unbedingt am Ball, es lohnt sich. Beim sogenannten Kiss-Test bringe ich den Fräser so nah an die Oberfläche heran, dass er sie ganz leicht berührt. Um das Gewinde herzustellen, benötige ich 9 Klicks. Mit diesen bringe ich den Fräser näher an das Holz heran. Ich fräse in 2 Durchgängen, erst 7 und dann die restlichen beiden. Die Maschine läuft mit 3200 Umdrehungen pro Minute. Ich arbeite mit ruhiger Hand. Nach dem ersten Durchgang stoppe ich zunächst die Maschine. Dank des Gelenkarms kann ich das Werkstück zu mir klappen, um mir das Gewinde genauer anzusehen. Normalerweise würde man nicht erwarten, dass man in Kirschholz ein Gewinde schneiden kann, besonders nicht so ein grobes mit 10 Gängen pro Zoll. An dieser Stelle trage ich gerne etwas Sekundenkleber auf, um die Fasern des Holzes zu härten. Nur so kann ich sicherstellen, dass ich den letzten Schnitt machen kann, ohne dass das Gewinde ausreißt. Ich verwende besonders flüssigen Sekundenkleber, da dieser tiefer in das Holz eindringt und sich leichter in den einzelnen Gewindegängen verteilen lässt. Beim Auftragen bin ich alles andere als sparsam. Das sollte fürs Erste reichen. Mit dem Aktivator beschleunige ich die Aushärtung des Sekundenklebers. Überschüssiges Material nehme ich mit einem Küchenpapier auf. Aufgrund der Menge des Klebers lasse ich ihn etwas länger ziehen.
Für den zweiten Durchlauf bringe ich das Werkstück zurück in die Ausgangsposition. Da mir noch zwei weitere Klicks fehlen, um das Gewinde zu drechseln, stelle ich diese an der Vorrichtung ein. Jetzt bin ich bereit für den finalen Schnitt. Obwohl es Kirsche ist, ist das Gewinde auf ganzer Länge perfekt. Es gibt keine Ausrisse oder Makel. Jetzt kann ich zum nächsten Schritt übergehen. Der Gewindefräser kommt zunächst von der Spindel. Jetzt brauche ich einen Stift. Suchst du einen Stift? Ja. Kannst du einen finden? Ah, hier liegt einer. Ich wechsle jetzt zum unteren Teil der Dose, um diesen zu drechseln. Beim Einspannen des Werkstückes sollte man die Schrauben abwechselnd anziehen. Zunächst bereinige ich das Hirnholz. Mit einem digitalen Messschieber nehme ich das Maß der Öffnung des Innengewindes. Um das Außengewinde korrekt fräsen zu können, muss ich einen Überschuss einplanen, damit es sich mit dem Innengewinde verschrauben lässt. Dem Handbuch ist zu entnehmen, wie viel Überschuss das jeweilige Gewinde benötigt. Für das 10 TPI-Gewinde benötige ich einen Überschuss von 1,9 mm. Die 1,9 mm addiere ich zu dem bereits genommenen Maß. Dieses Maß übertrage ich direkt auf das Werkstück. Mit dem Abstellstahl reduziere ich das Werkstück auf diesen Durchmesser. Zu guter Letzt fasse ich die Kante etwas an. Mit dem schmalen Abstecher drechsle ich eine Nut an. Den Übergang zum Deckel dünne ich gleich etwas aus. Zur Sicherheit kontrolliere ich den Durchmesser des Zapfens. Ein klein wenig mehr Material muss ich abtragen. Ich trage gleich etwas Sekundenkleber auf, um das Holz für den Fräsvorgang vorzubereiten. Mit dem Aktivator beschleunige ich die Aushärtung. Used to
Für eine Messe in London habe ich mal 30 bis 40 solcher Dosen mit Gewinde gedrechselt. Wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, macht das eine Menge Arbeit. Hierfür hatte ich eine zweite, kleinere Drechselmaschine, mit der ich ausschließlich die Gewinde gedrechselt habe. Das ersparte mir den Wechsel zwischen Werkstück und Gewindefräser. Was zunächst ein wenig übertrieben klingt, bringt einiges an Zeitersparnis, besonders wenn man eine große Anzahl an Werkstücken produziert. Gerade in der seriellen Produktion sollte man stets darauf achten, die Arbeitsabläufe so effizient wie möglich zu gestalten. Aus diesem Grund hat man eben zwei Maschinen, eine auf der man drechselt und eine auf der man Gewinde schneidet. Ja, das ist parallel zum Bankbett. Um die Nullposition für den Fräser zu finden, führe ich ein weiteres Mal den KISS-Test durch. Wie man hören kann, berührt der Fräser das Holz. Wie zuvor auch, fräse ich das Gewinde in zwei Durchgängen. Für den ersten Durchgang stelle ich 7 Klicks ein. Erreicht der Fräser die Nut, ist der Fräsvorgang beendet. Das Werkstück richte ich wieder auf, um das Gewinde zu kontrollieren. Da das Gewinde noch nicht vollständig gefräst ist, lassen sich die beiden Teile noch nicht so leicht miteinander verschrauben. Nach dem zweiten Fräsvorgang sollten die beiden Teile regelrecht ineinander flutschen. Da Kirsche nicht zu den härtesten Hölzern gehört, trage ich ein weiteres Mal Sekundenkleber auf, um die Fasern für den Fräsvorgang zu härten. Auch wenn der Cutter sehr präzise arbeitet und eigentlich keinen Schaden anrichten sollte, trage ich lieber Sekundenkleber auf, um auf Nummer sicher zu gehen. Man sollte nur darauf achten, hierbei möglichst dünnflüssigen Sekundenkleber zu verwenden, da dieser tiefer in die Holzfasern eindringt. Die Aushärtung beschleunige ich wieder mit dem Aktivator-Spray. Die Vorrichtung klappe ich wieder nach unten, um den zweiten Durchgang zu fräsen. Hierfür stelle ich 2 weitere Klicks ein. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Die beiden Gewinde sollten jetzt exakt ineinander passen. Sollte das nicht der Fall sein, zeige ich euch, wie man sie passend macht. Wie bereits vermutet, passen die beiden Gewinde nicht perfekt ineinander. Was kein Problem ist, denn ich möchte euch schließlich zeigen, wie ihr auch solche Probleme in den Griff bekommt. Sollte euer Gewinde wie meines mal nicht exakt ineinander passen, reicht es aus, einen oder zwei weitere Klicks zu fräsen. Mithilfe eines feinen Schleifleinens lässt sich die Tiefe der einzelnen Gewindesteigungen reduzieren. Das ist notwendig, um ein weiteres Mal fräsen zu können. Dadurch, dass ich lediglich die Spitze verändere, ich nur den Durchmesser, aber nicht die Steigung des Gewindes. Falls ihr euch fragen solltet, welche Körnung ausreicht, ich benutze für gewöhnlich 180 oder 140. Diese Körnungen sind ausreichend, um viel Material abzutragen, ohne große Schleifspuren zu hinterlassen. Wie gesagt, 180 oder 240 reichen völlig aus. Vor dem Fräsvorgang trage ich ein weiteres Mal eine großzügige Menge von dem Sekundenkleber auf. Ich verteile ihn gleichmäßig auf allen Gewindegängen. Das kommt wieder runter.
Sehen wir uns mal das Ergebnis an. Ausgezeichnet. Hin und wieder kann es der Fall sein, dass man ein weiteres Mal fräsen muss, um beide Teile zusammenbringen zu können. Kommen wir zum nächsten Schritt, dem Verlauf der Maserung. Dafür muss das Spannfutter wieder auf die Spindel der Drechselmaschine geschraubt werden. Damit die Dose insgesamt etwas stimmiger aussieht, sollte man darauf achten, dass sich die Maserung trifft. Insgesamt ist das Ergebnis ziemlich gut geworden. Wenn ich mir das so ansehe, weicht der Verlauf der Maserung nur einige Millimeter ab. Im nächsten Schritt möchte ich euch zeigen, was man tun muss, damit die Maserung wieder aufeinander trifft. Zunächst spanne ich das Werkstück um. Wie einigen aufgefallen sein dürfte, habe ich vorhin das Werkstück markiert. Den Strich habe ich auf der Höhe der Nummerierung der ersten Spannbacke gemacht. Mit Hilfe des Strichs und der Druckstellen der Spannbacke kann ich das Werkstück exakt in derselben Position wieder einspannen. Eine einfache, aber sehr wirkungsvolle Methode, um Werkstücke wieder einspannen zu können. Damit ich die Maserung wieder in einen Verlauf bringe, trage ich hier vorne etwas Material ab. Hierfür verwende ich mein Detail-Tool. Beinahe wäre es mir aus der Hand gefallen. Mit dem ziehenden Schnitt versuche ich so wenig Material wie möglich abzutragen. Außerdem arbeite ich die Phase nach. Diese wenigen Schnitte haben schon ausgereicht, um die Maserung in einen Verlauf zu bringen. Das Werkstück spanne ich wieder um, damit ich den Rest der Dose drechseln kann. Ich kontrolliere, ob das Werkstück rund läuft. Da ich jetzt das Werkstück aushöhlen werde, stelle ich sicher, dass es fest eingespannt ist. Dafür ziehe ich die beiden Spannschrauben abwechselnd an. Ich ziehe die Spannschrauben so fest wie möglich an, damit mir das Werkstück nicht aus dem Spannfutter fliegt. Da beim Fliegenddrechseln sehr viel Material zwischen meinem Werkzeug und dem Spannfutter ist, muss ich darauf achten, nicht allzu viel Kraft aufzuwenden. Zunächst begradige ich die Front. Sobald Vibrationen auftreten, nehmt den Druck aus eurem Schnitt. Den gesamten inneren Teil des Deckels werde ich jetzt aushöhlen. Dabei achte ich darauf, nicht allzu tief zu drechseln, damit ich das Gewinde nicht beschädige. Die Maschine lasse ich mit 2000 Umdrehungen pro Minute laufen. Mit der Spindelformröhre bohre ich das Innere vor, damit ich mit dem Aushöhlwerkzeug besser arbeiten kann. Die Messerauflage richte ich so aus, dass ich auf Spindelmitte arbeiten kann. Die Tiefe der Bohrung lege ich mit meinem Augenmaß fest. Mein Daumen dient mir als Tiefenstopp. Die Späne führe ich nach jedem Schnitt aus dem Bohrloch. Damit sich die Spindelformröhre nicht verhakt, versuche ich durch leichtes Hin- und Herbewegen der Röhre das Bohrloch zu vergrößern. Mit Hilfe dieser Bohrung kann ich viel leichter mit dem Ausdrehstahl arbeiten. Ich verwende den MIDI-Ausdrehstahl mit 8 mm Tassenstahl. Alternativ könnte ich auch den Mini-Ausdrehstahl nehmen. Der HW MIDI-Ausdrehstahl eignet sich aber aufgrund seines quadratischen Schaftes und der Klinge im 45-Grad-Winkel ideal für diese Arbeit. Beim Drechseln mit dem Ausdrehstahl sollte man eine möglichst hohe Geschwindigkeit wählen. Aufgrund des Überhanges des Werkstückes arbeite ich mit schnellen und kleinen Schnitten. Vibrationen können auftreten, sind aber ein Zeichen dafür, dass man zu viel Druck aufwendet. Bei diesem Werkzeug ist es überhaupt nicht notwendig, tiefe und große Schnitte zu setzen, um schnell Material abzutragen.
lieber mit etwas weniger Vorschub in das Werkstück hineinarbeiten, damit es nicht aus dem Spannfutter fliegt. Mit kleinen Schnitten arbeite ich mich peu à peu voran. Den Austrichstahl lasse ich dabei vor- und zurückwandern. Meine Hand bleibt auf der Messerauflage aufliegend und mit meinen Fingern schiebe ich den Austrichstahl vor- und zurück. Auf diese Art und Weise behalte ich maximale Kontrolle über das Werkzeug und kann gleichzeitig geschwind Material abtragen. Wenn ihr mit dem Austrichstahl arbeitet, kann ich euch diese Technik nur nahelegen. Je mehr ich mich in Richtung Spannfutter vorarbeite, umso weniger Vibrationen treten auf. Wie bei einer richtigen Muschel möchte ich, dass die Wandung möglichst dünn ausfällt. Bevor ich die Wandung bearbeite, höhle ich das Werkstück auf gesamter Länge aus. Um auf Nummer sicher zu gehen, messe ich lieber noch einmal nach, um den Deckel nicht zu durchstoßen. Bewege mich noch nicht in einem Bereich, in dem ich die Dose beschädigen könnte. Ich denke, wir haben insgesamt noch 5 mm Spielraum, genügend Material, um in Ruhe weiterarbeiten zu können. Am Klang des Holzes kann man hören, wie dünn die Wandung ist. Der bauchige Teil des Deckels klingt etwas dumpfer, die Wandung muss sich hier noch etwas ausdünnen. Mit dem Austrichstahl kann ich diesen Bereich aber problemlos hinterschneiden. Es fehlen nur noch ein paar Schnitte, um den finalen Look des Deckels zu bekommen. Für den finalen Schnitt drechsle ich nochmal durchgehend in einem Zug die gesamte Oberfläche. Das sollte eigentlich ausreichen. Ich gehe aber auf Nummer sicher und taste nochmal den gesamten Innenteil ab. Insgesamt ist der Innenteil ziemlich gut geworden. Am Übergang zur Hinterschneidung gibt es noch einige Unebenheiten. Ich denke, die werde ich nochmal mit dem Austrichstahl nachbearbeiten. Mit dem Austrichstahl beginne ich wieder im Zentrum zu schneiden und ziehe die Schneide in einem Zug über die gesamte Oberfläche des Innenteils. Man sollte darauf achten, dass die Maschine vollständig stopft, bevor man in eine Hohlform greift. Ich denke, das dürfte es gewesen sein. Die Oberfläche wäre jetzt bereit, geschliffen zu werden. Beim Schleifen von Hohlformen kann ich nur darauf hinweisen, dass man ziemlich vorsichtig sein sollte, da man sich die Finger bei laufender Drechselbank ziemlich schnell verdrehen und brechen kann. Aus diesem Grund schleife ich nur den oberen Rand der Muscheldose. Seid bei solchen Arbeiten nicht allzu leichtfertig. Die Finger verhaken sich hier sehr viel schneller, als man glaubt. Um Hitzeentwicklung gering zu halten, schleife ich immer mit niedriger Geschwindigkeit. Normalerweise arbeite ich mich für den Feinschliff durch alle Körnungen. Aus Demonstrationszwecken belasse ich es aber nur bei dieser einen Körnung. Damit die Muschel ihr charakteristisches Aussehen bekommt, schneide ich ein Stück vom Deckelrand ab.
Hierfür benutze ich eine Zugsäge mit extra dünnem Blatt. Für einen schöneren Effekt schneide ich von oben durch alle Jahresringe hindurch. Dafür suche ich mir die schönere der beiden Seiten aus. Den Schnitt versuche ich in einem 45-Grad-Winkel zu setzen. So kommen die Schichten der Jahresringe noch besser zur Geltung. Das hier ist eine gute Stelle zum Ansetzen. Der abgesägte Teil kommt weg. Vielleicht können einige von euch die finale Form der Muschel schon erahnen. In den nächsten Teilen des Videos werden wir den Dosenkörper bearbeiten und den oberen Rand des Deckels in Form schleifen. Ich habe noch einiges zu tun, ich mache mich an die Arbeit. Ich sehe jetzt erst, dass am Ansatz des Gewindes ein Stück ausgerissen ist. Sowas kann passieren, wenn man vergisst, diese Kante vorher anzufasen. Da das Stück direkt am Ansatz des Gewindes ausgerissen ist, kann ich die Faser einfach nachträglich andrechseln. Für einen sauberen Schnitt erhöhe ich die Geschwindigkeit der Drechselmaschine. Die Faser kann mit dem Detail-Tool angedreht werden, mit der Spindelformröhre oder sogar mit meinem Ausdrehstahl. Nichts Spektakuläres, ich drechsle eine Faser an. Ich sehe nochmal, ob ich den gesamten Ausriss erfasst habe. Ich denke, das passt. Beim Drechseln des Körpers achte ich darauf, dass die Proportionen der einzelnen Teile exakt zum Deckel der Dose passen. Hierfür schraube ich zunächst den Deckel auf die Dose. Der Durchmesser ist nahezu unverändert. Der nächste Abschnitt der Muschel sollte etwas schmaler werden. Und der letzte, der sollte noch schmaler als der vorhergehende sein. Den Deckel werde ich jetzt immer mal wieder aufschrauben, um zu sehen, ob die Proportionen stimmig sind. Mit meiner Schalenröhre mit Fingernagelanschliff reduziere ich zunächst den Durchmesser. Zum Schrubben mit dem Fingernagelanschliff lege ich das Messer seitlich an. Wenn der Durchmesser stimmt, fange ich zunächst an, die Form etwas herauszuarbeiten. Beim Drechseln sollte man darauf achten, das Gewinde nicht zu beschädigen. Um zu kontrollieren, ob die Proportionen soweit stimmig sind, schraube ich den Deckel der Dose wieder auf. Insgesamt geht das schon in die richtige Richtung. Ich möchte aber, dass sich die einzelnen Glieder der Dose deutlicher voneinander absetzen. Da ich nur mit einer Schalenröhre drechsle, kann ich die Profile nur grob vorarbeiten. Um die feineren Details des Körpers herausarbeiten zu können, muss ich zur Spindelformröhre wechseln. Falls ihr euch fragen solltet, warum ich hier mit einer Schalenröhre drechsle, das hat den Grund, dass ich mit der Schalenröhre schneller Material abtragen kann und die Spindelformröhre dann zum Einsatz kommt, um die Feinheiten herauszuarbeiten. Die einzelnen Glieder sind wohl proportioniert. Ich finde, das Gesamtbild sieht schon mal sehr gut aus. Jetzt werde ich die einzelnen Teile deutlicher herausarbeiten und anschließend das Innere des Dosenkörpers aushöhlen. Für das Profil wechsle ich zur Spindelformröhre mit 10 mm Durchmesser. Mit angelegter Faser nehme ich den Schnitt am dicksten Punkt des Werkstückes auf. Dann drechsle ich in einem Zug die gesamte Rundung. Das gleiche wiederhole ich auf der anderen Seite. Das Drechselmesser führe ich mit ruhiger Hand. Aufgrund der Beschaffenheit der Spindelformröhre kann ich das Profil der Muschel viel deutlicher herausarbeiten. Beim Ausarbeiten der Form kann man sich ruhig etwas Zeit nehmen. Der hintere Teil der Muschel soll spitz zulaufend sein, den werde ich später erst bearbeiten, damit ich genügend Stabilität habe, um das Innere der Dose auszuhöhlen. Aus diesem Grund konzentriere ich mich erstmal auf einige Feinheiten.
denn ich sehe hier noch einige Unebenheiten und Macken. Ich lege großen Wert auf eine saubere Bearbeitung. Dieses Profil bearbeite ich abwechselnd von beiden Seiten. Auch hier verwende ich meine Spindelformröhre wieder als Bohrer. Das Innere möchte ich ungefähr so tief vorbohren. Die Spindelformröhre ist durchaus geeignet für Aushöhlarbeiten dieser Art. Besonders die ersten Schnitte gehen leicht von der Hand. Je größer aber der Überhang des Drechselmessers wird, umso größere Vibrationen können auftreten, während man drechselt. Aufgrund der Vibrationen kann das Aushöhlen mit der Spindelformröhre schon etwas abschreckend sein. Selbst bei geringem Vorschub lassen sich Vibrationen und daraus resultierende Ungenauigkeiten nur schwer vermeiden. Das Arbeiten mit dem HW Midi Austristahl geht sehr viel ruhiger von der Hand. Als erstes säubere ich den oberen Teil. Beim Aushöhlen achte ich darauf, die Wandung nicht zu durchstoßen, damit ich die Dose nicht zerstöre. Ich nutze hierfür meinen Daumen als Tiefenstopp. So habe ich stets im Blick, an welcher Stelle ich aufhören muss zu drechseln, damit ich die Dose nicht beschädige. Besonders die Hinterschneidungen sind etwas komplizierter. Mein Daumen hilft mir aber dabei, nicht durch die Wandung zu stoßen, wenn ich mit dem Austristahl die Hinterschneidung bearbeite. Um auf Nummer sicher zu gehen, kontrolliere ich zwischendurch, wie tief ich bereits ausgehöhlt habe. Soweit ganz gut. Für mein Empfinden könnte die Wandung noch ein wenig dünner werden. Jetzt höhle ich den unteren Teil der Dose aus. Ich unterbreche kurz, um die Wandungsstärke zu überprüfen. Bei dieser schmalen Stelle muss ich etwas aufpassen. Als nächstes möchte ich das Zentrum des unteren Bereiches der Dose aushöhlen. Besonders beim unteren Teil ist die Hinterschneidung etwas komplizierter. An den Innenseiten komme ich wegen der Verengung so langsam an meine Grenzen. Nicht vergessen, zwischendurch die Späne abzuführen. Den oberen Teil mache ich noch etwas schlanker. Der Austristahl ist sehr einfach in der Handhabung. Mit etwas Feingefühl ist es ein leichtes, die Wandungsstärke mit den Fingern zu ertasten. Für meinen Geschmack ist der Übergang an der Verengung etwas zu dick geraten. Ich möchte nicht allzu pingelig sein, aber ich denke, dass ich diesen Bereich noch einmal nachbearbeiten werde. Jetzt gefällt mir die Wandungsstärke wesentlich besser. Der Innenteil ist fertig. Da ich mir die Dose jetzt nochmal im Gesamten ansehen möchte, verschraube ich den Deckel mit dem Dosenkörper.
Als nächstes werde ich die Oberfläche schleifen. Hierfür werde ich die Absauganlage anschmeißen, deshalb möchte ich vorher abklären, worauf man achten sollte. Es ist wichtig beim Schleifen, nicht das Gewinde zu berühren. Die Oberfläche habe ich jetzt bis Korn 600 geschliffen. Der rotierende Schleifteller des ProSenders sorgt für eine extra glatte Oberfläche, die frei von Schleifspuren ist. Durch die Rotation, die bei der laufenden Drechselmaschine zustande kommt, wird das Schleiflein stets in Bewegung gehalten. Anders als beim Schleifen von Hand bleibt das einzelne Schleifkorn nicht an einer Stelle, sondern ist zusammen mit der Rotation des Schleiftellers permanent in Bewegung. Das sorgt dafür, dass das einzelne Korn keine Spuren hinterlassen kann. Als nächstes möchte ich das Werkstück abstechen. Damit ich weiß, an welcher Stelle ich das Werkstück abtrennen muss, messe ich einfach nach. Ich verwende einen sehr schmalen Abstechstahl. Um den Abschluss drechseln zu können, muss ich das Werkstück wieder einspannen. Dafür könnte ich ein weiteres Gewinde zur Wiederaufnahme drechseln. Ich mache es mir aber einfach und zeige euch einen kleinen Trick. Zur Wiederaufnahme könnte ich den Zapfen nehmen, den ich gerade abgestochen habe. Dieser ist leider etwas zu groß. Ich fertige mir daher einfach eine neue Aufnahme an, mit der ich die Dose wieder einspannen kann. Um solche Aufnahmen anzufertigen, verwende ich alte Holzreste. Kleiner Nebeneffekt, ich reduziere meine Abfälle. Okay, das sollte passen. Diesen Zapfen werde ich jetzt abstechen. Verwenden werde ich dafür einen dünnen Abstechstahl. Natürlich könnte ich ein weiteres Gewinde anfertigen, aber warum kompliziert machen, wenn man sich sehr viel Zeit und Arbeit sparen kann, indem man einfach alte Holzreste wiederverwendet. Als erstes werde ich mit Hilfe der Spindelformröhre die Front schlichten. Mit einem Messschieber nehme ich den Außendurchmesser des Gewindes auf. Dieses Maß übertrage ich wieder direkt auf das Werkstück. Ich bin geübt darin, das Werkstück auf diese Art und Weise aufzunehmen, ihr solltet aber Vorsicht walten lassen, wenn ihr die Aufnahme andrechselt, denn es passiert schneller als man denkt, dass man das Holz durchstößt und die Spannbacken mit dem Drechselmesser berührt. Was zunächst ein wenig gefährlich aussieht, erfordert etwas Fingerspitzengefühl. Lasst euch beim Drechseln einer solchen Aufnahme ruhig etwas mehr Zeit, ehe was daneben geht. Ich konzentriere mich zunächst darauf, das überschüssige Material abzutragen. Das bereits durchstoßene Holz dient mir als Orientierungshilfe, um besser ausmachen zu können, wie viel Spielraum ich noch habe, bis ich auf die Spannbacken stoße. Beim Abtragen des überschüssigen Materials sollte man aber nicht allzu großzügig sein.
Mithilfe des Detail-Tools bringe ich die Aufnahme in die richtige Form. Die Innenseite sollte parallel zum Bankbett verlaufen. Die Aufnahme mache ich so groß, dass das Gewinde der Dose gerade so hineinpasst. Ein kleines bisschen fehlt noch, dann sollte es passen. Zwischendurch sollte man seine Werkstücke auspusten. Jetzt kann ich auch deutlich meine Markierung wiedererkennen. Jetzt sollte es passen. Die Aufnahme ist noch zu klein. Ich puste eben den Staub aus. Ich probiere das nochmal. Ah ja, das passt. Die Aufnahme befeuchte ich jetzt mit Wasser. Alternativ kann man auch Wachs nehmen. Sogar Kaffee wäre möglich. Ich setze die Muscheldose ein und erhöhe die Spannung des Spannfutters. Das Gewinde wird dabei nicht beschädigt, da es trapezförmig ist. Bei einem Feingewinde sehe das ganz anders aus. Diese einfache Aufnahme reicht aus, um das Werkstück fest in Position zu halten. Dadurch, dass ich das Holz befeuchte, dehnen sich die Holzfasern noch etwas aus, wodurch sich der Grip insgesamt deutlich erhöht, sodass ich den restlichen Teil des Werkstückes in Ruhe drechseln kann. Bevor ich anfange zu drechseln, ziehe ich einige Male am Werkstück, um sicherzustellen, dass es fest in der Aufnahme sitzt, damit es beim Bearbeiten nicht versehentlich von der Drechselbank fliegt. Zum Drechseln verwende ich eine Spindelformröhre. Ich arbeite mit möglichst geringem Druck. Das Werkstück läuft ein kleines bisschen unrund. Kein Problem, das kann ich später mit Schleifpapier ausgleichen. Die Spitze schlichte ich zum Abschluss mit dem Detail-Tool. Ich drehe eine kleine Mulde an. Das genügt schon, jetzt schleife ich die Oberfläche und dann bin ich so gut wie fertig. Die Muschel kann jetzt aus der Aufnahme und die Aufnahme selbst ist jetzt Abfall. Ich spanne den Haupt-Aluminium-Schleifteller mit 150 mm Durchmesser ein. Die obere Öffnung der Dose werde ich jetzt mit Korn 240 bearbeiten. Ich möchte die Ecken des Randes abrunden, damit er einen natürlicheren Verlauf hat. Die Maschine läuft mit 1500 Umdrehungen pro Minute. Zum Abschluss nehme ich Schleifpapier mit 600er Körnung. Bevor ich die beiden Teile zusammensetze, überprüfe ich, ob es irgendwo scharfe Kanten oder Ecken gibt und dann blase ich nochmal den Staub aus. Und so sieht meine gedrechselte Muscheldose aus.
Ich hoffe, das Video hat euch bis hierhin gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Überblick darüber geben, wie man eine solche Dose mit Gewinde herstellt. Die Form könnt ihr natürlich so gestalten, wie ihr wollt. Ihr könnt die einzelnen Glieder etwas größer oder kleiner machen, das Gewinde an einer anderen Stelle anbringen. Alle Möglichkeiten stehen euch hier offen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video.